So, hallo und herzlich willkommen. Es gibt sehr gute Neuigkeiten für alle Stalker-Fans da draußen. Und zwar, ich bin hier auf dem ersten deutschen Stalker Area of Decay RP Server mit der Original Exclusion Zone Map. Den ganzen Server, also, oder oben sind welche, bin ich hier, wo bin ich hier? Okay, ich muss mal kurz ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein RP-Server, ist auf Deutsch. Viele kennen vielleicht schon eben quasi, da gibt es ja den russischen Server dazu. Und ja, den habe ich auch schon mal im Video vorgestellt, aufgespielt, habe aber gar nichts geblickt, weil es halt echt einfach nur auf Russisch ist und auch hauptsächlich nur russische Spieler dort anzutreffen waren. Und deswegen war ich umso mehr gehypt, jetzt hier den deutschen Server dazu zu finden. Die Psycho Gaming, Psycho Pass Gaming Community, die haben sich darum bemüht. Die haben also mit dem russischen Entwicklerteam sich zusammengesetzt und haben das ausgearbeitet und haben somit auch die Erlaubnis bekommen, den ersten bisher und wahrscheinlich erstmal auch den einzigsten deutschen Server zu betreiben. Und jetzt möchte ich euch kurz sagen, wie ihr da drauf kommt. Also geht auf den entsprechenden Discord. Ich werde euch die ganzen Links entsprechend auch in die Videobeschreibung reinpacken, damit ihr nicht groß suchen müsst. Geht ihr auf den Discord, lest euch da die RP-Regeln alles genau durch. Dann müsst ihr die annehmen, also zustimmen quasi. Dann bekommt ihr einen neuen Bereich, wo ihr euch whitelisten könnt. Also ihr müsst dann eben warten, bis ein Mod reinkommt. Das geht aber relativ schnell. Der prüft euch dann kurz eben ein bisschen die Regeln entsprechend, ob ihr die alle auch wisst. Und ihr müsst euch natürlich, ihr braucht einen Charakter, der dann da drauf ist, quasi. Also meiner wäre jetzt Igor Wotchenkov. Und dazu eben auch einen kleinen Hintergrundstory, weil es eben sehr IP-lastig sein soll. Also es ist kein PvP, reiner PvP-Server, wo man sich direkt über den Haufen natzt. Das ist klar. Eben alles im Stalker-Universum quasi. Und dann whitelistet er euch. Also ihr müsst ihm dann auch schon den Namen schicken, damit ihr dann quasi über den Namen und das Passwort, das ihr dann bekommt, auf den Server joinen könnt. Dafür braucht ihr den DayZ Standalone Launcher. Den habt ihr vermutlich sowieso schon. Wenn nicht, könnt ihr noch euch runterladen. Link wird auch in der Videobeschreibung sein. Der ist quasi dafür da, dass er euch automatisch entsprechend auf dem Server zugewiesene Mods runterladet, ohne dass ihr die alle einzeln zusammensuchen müsst. Spart euch auf jeden Fall mega, mega Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob es ohne noch tatsächlich irgendwie machbar ist. Aber mit dem ist es natürlich wesentlich angenehmer. Das heißt, ihr geht dann auf den Server und fragt euch dann automatisch, okay, die Mods jetzt runterladen, dann lädt euch jeden Mod dazu runter und dann habt ihr keine Arbeit mehr. Dann ist wichtig, ihr müsst im DayZ Standalone Launcher euren Ingame-Namen, den ihr dann auch im Discord quasi beim Whitelisten angegeben habt, so müsst ihr euch im DayZ Standalone Launcher nennen, damit ihr auch auf den Server kommt und in dem Server eben das entsprechende Passwort, was ihr dann im Discord erhaltet, wenn ihr gewhitelistet seid, um auf den Server zu joinen. Und das funktioniert ganz gut, also es ging alles relativ schnell. Die Closed Beta wird jetzt, glaube ich, so eine Woche sein. Da geht es eben ums Balancing, Loot Spawn, Zombies, Mutanten und Tiere, dass da jetzt nicht natürlich alles gleich total überfüllt ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mich ein bisschen rumtreiben. Wir werden auch mit Sicherheit einen Livestream dazu folgen. Also schaut auch gerne auf meinem Livestream vorbei. Twitch.tv/hangemau live. Link auch in der Videobeschreibung. Und natürlich wird es auch auf dem YouTube-Kanal hier Videos dazu geben. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, mega gespannt. Ich denke mal, der Maki und mein Bruder werden vielleicht dann auch noch dazu stoßen. Und dann hoffe ich, dass wir hier was Cooles starten können. Die Map und alles sieht natürlich mega geil aus. Die Geräusche und alles werden wir noch kennenlernen und wie alles läuft. Und ja, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Gebt natürlich auf jeden Fall dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare oder schaut im Livestream vorbei. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.